Hey Leute, Ginob hier. Ja, ich bin auch mal wieder am Start. Einige Leute haben mir ja schon gefragt, ob ich überhaupt noch lebe. Ich kann euch beruhigen, ja, ich lebe noch. Ja, ich habe hier mal ein kleines Gameplay ausgepackt für euch. Und zwar auf Meltdown mit meiner geliebten PDW. Und 95 zu 2, denke ich mal, ist ganz akzeptabel. Würde ich mal sagen. Und ja, ich kommentiere heute nicht alleine. Ich wollte es eigentlich, aber Clint hat mich angefleht, angebettelt. Da konnte ich leider nicht nein sagen. Hallo Clint. Ja, was geht ab? Er übertreibt natürlich wieder maßlos, wie immer. Und ja, er fängt ja ein bisschen slow an, wa? Das Spiel. Ja, Jetzt und gehst du dann erstmal geht's gleich schon ab. wieder drauf. Und dann hast du einen schönen 94er Killstreak. Der besteht meistens daraus, dass du deine Killstreaks alle ausführst, wa? Ja, das stimmt, aber habe ich auch verdient. Auf jeden Fall. Und was man dann sehen wird, ist, wenn du erstmal deinen Stealth-Chopper hier haben wirst, dann geht der Rest fährt schon alleine, wa? Kann man so sagen. Natürlich muss ich dann halt auch die Dog-Tags ein bisschen einsammeln, weil man ja nicht so viele Punkte kriegt durch den Chopper, aber dann geht es eigentlich wirklich von alleine. Vor allem kriegst du den Loadster, dann kriegst du den Warship. Und wenn du den Loadster und den Warship ausgeführt hast, dann hast du ja schon so viele Kills, dass du praktisch schon den nächsten Dann Stealth-Chopper habe ich hast, schon den wa? fast nächsten, ja. Dann hast du, glaube ich, einen Kill und dann geht es immer so weiter. Das ist echt krass hier. Das ist Ja, aber man muss sagen, das waren Noobs, die haben nichts abgeschossen. richtig, ja. Ich meine, gegen starke Spieler, das habe ich schon mal gesagt, starke Spieler lassen sich nicht mauen, starke Spieler lassen sich auch nicht komplett zerstören, Nee, wa? natürlich nicht. Deswegen ein kleiner Ownage von Noobs, ja. Trotz des Skill-Based Matchmaking, was es ja in diesem Spiel gibt, Überhaupt nicht. Finde ich überhaupt nicht. findest du überhaupt nicht? Nee. Wenn ich mir mal so angucke, so wer da in der Lobby ist, 0, KD, 0, Komma. Auch manchmal bin ich in der Lobby, wo alle eine 0er KD haben. Echt? Ja. Ich habe meistens so Leute, die meiner Karte, ich habe ja nur 1,8 oder so im Moment und dann meistens so, weiß ich, 1,0 oder 1,4, 1,5, ist immer so bei mir. Ich denke mal, es war nur so ein Placebo. Nee, Was weiß ich, die haben von ja Treyarch. die haben das Matchmaking geändert. Die haben gesagt, die machen es nicht mehr regionbasiert und dadurch haben wir das ganze Lagfest doch die ganze Zeit, Mann. Weil du spielst, die Amerikaner regen sich alle auf, dass die spielen Gegen Europäer bestimmt, gegen ja. Europäer, gegen Ja. totale Partys von Kanadiern und ey, und ich habe noch nie so viele Spanier gehört oder sonst was. Das stimmt, Ich ja. habe noch nie so viele Spanier gehört. Ey, und dann bin ich spiele dann gegen Spanier, ich weiß schon, okay, ich lagge, Mann. Ich sehe den Bug tot, so 0,001 Sekunden, ich falle, Ja. ich kann gar nichts machen. Ey, das Spiel macht mich krank, es macht mich richtig fertig. Deswegen habe ich das auf Facebook ja geschrieben, ey, das war mein 100. Rage Quit in 2 Wochen. Das war untertrieben wahrscheinlich, ich habe wahrscheinlich auf 1000 Mal mehr. Da komme ich auch schon sehr nah ran. Ja, also. Aber was komisch ist, zum Beispiel bei mir, wenn ich alleine zocke, dann ist es spielbar. Dann ist es zu 90% spielbar. Aber sobald ich in der Party bin, ist Lag-Comp sowas von übertrieben. Das ist unspielbar für mich. Deswegen spiele ich eigentlich fast nur alleine. Ja, wir spielen ja fast alle nur alleine, weil Ja. wenn wir zusammen spielen, dann leckt es. Also nicht nur die Lag kommen, sondern es leckt richtig. Du merkst ja richtig, wie du nur das ganze Game Ja, unflüssig wird siehst die und so, ne? Teammates da rumlecken, du hast keine Chance gegen keinen Spieler der Welt, gegen keinen Splitscreener. Ich werde mich erinnern, wir haben so ein geiles Spiel gehabt, war auf jedem oder so. Da hat es nur geleckt. Ich glaube, wir haben 70 zu 100 auf die Fresse gekriegt, ja. Gegen ungefähr, wenn wir gucken, was für eine KDs die hatten, ja, also 0, irgendwas oder 1,1 oder so, Ja, da ja. kommt man sich so verarscht vor. Ey, und da haben wir schon gemerkt, im Spiel man ist 2 Sekunden zurück Da hat und man keine Chance. das macht dann keinen Spaß. Und Auch sobald ich merke, beim ersten Death, ich hätte ihn killen müssen und hab ihn nicht und dann gehe ich sofort raus. Was soll denn das? Dann brauche ich gar nicht weiterspielen, wenn ich gegen die gar keine Chance habe. ja, Wenn das, ich 2 Sekunden hinter dem bin. solche Quits mache ich auch. Das Problem ist nur, wenn ich jedes Mal nach dem ersten Death quitte, wenn ich sowas merke, dann mache ich gar kein Spiel Ja, mehr. bei mir geht's ja zum Glück zu 90%, wenn ich alleine zocke. Ja, also es ist echt ein Albtraum. Ich hoffe echt, sie ändern das wieder zurück auf Region basiert, das Matchmaking, weil so kann es ja nicht weitergehen. Also so kann man Call of Duty auch irgendwie kaputt machen. Jedenfalls auf der PS3. Auf der Xbox habe ich ja gehört, da sollte das ja viel besser Aber da laufen. gibt es auch ein paar, die sich beschweren. Ja, also und vor allem die Amerikaner sind ja, wenn man auf YouTube da so guckt, sind ja Genau, total am die Ausrasten. ja. Die können nicht mehr so praktisch, ja, wie das Spiel da läuft. Die spielen gegen Kanadier und weiß ich, ein Ami von der, was für eine Ostküste spielt gegen Westküste und so. Und dann Ja, haben das die ist da ja. so viel Delay dazwischen und so viel Ping und alles furchtbar. Also schon ein krasser Moment da. Hoffentlich ändern sie da noch was. Ja, also ich würde gerne mal wieder mit euch zocken, weil mit unserer Siegesquote mal wieder ein bisschen raufgeht, Ja, wa? das ist ja auch ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Zum Beispiel, wenn ich alleine zocke, join ich zu 90% in irgendein Spiel und dann liege ich natürlich fast immer zurück. Ich sehe da Killstreaks am Himmel, dann gehe ich sofort raus und das wird als Niederlage gewertet. In MW3 war das nicht der Fall, deswegen war meine Quote auch relativ gut, aber hier ganz im Gegenteil. Ich krieg nur Loses, die ich gar nicht verdient habe. Ja, wenn man ein Spiel joint, joinst du erstmal da, immer wo 10,40 schon mal steht oder so. Genau. Oder ich join ein Spiel, Blitzschlag, bin ich tot. Ja? Und ich war eine Sekunde im Spiel, hab erstmal gleich einen Blitzschlag auf den Kopf gekickt. Geil. Ja.
geil, Treyarch, dass ihr den Spawnschutz komplett weggenommen habt. Wenigstens so 2-3 Sekunden hätten sie ja vielleicht drin lassen können an Spawnschutz, oder? Genau. Weiß ich nicht. Also aber apropos Blitzschlag, da regt mich ja übertrieben auf. Da sagt an, feindlicher Blitzschlag, boom, tot. Sofort. In MW3 war dieser Precision Airstrike, dieser Präzision-Ding, der war ziemlich schwach. Du hast ihn gewählt und dann kam der nach, keine Ahnung, 4-5 Sekunden. Aber hier ist es zu schnell, eindeutig. Ja. Für so einen niedrigen Killstreak. Ja, ich finde ich auch. Also Helmstorm-Missile und Blitzschlag gehen mir ziemlich oft Nerven. Bei Helmstorm-Missile hast du nur die Chance, dass du in Deckung rennst irgendwo. Ne? Genau. Wenn gerade die Map nicht völlig offen ist wie Carrier oder so, dann kannst du es schaffen. Aber gegen den Blitzschlag gibt es eigentlich nichts, was man machen kann. Weil es mit Cold-Blooded habe ich auch nicht. Also mit Kaltblütigkeit sehen sie ja mich nicht, aber wenn ein Grüner neben mir ist, dann bin ich auch tot. Naja, also da die sollte man vielleicht weiter hinten packen noch, wa? War Maschine ja, also, finde ich auch manchmal, geht mir auf die Senk. Also die Kriegsmaschine auf Deutsch, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ja, ja, dieser Todbringer. Diese Noob-Tube. Achso, das. Todbringer, diese Noob-Tube. Nee, Todbringer ist diese Death Machine. Achso. Ja, da bin ich auch am Anfang mal geschaut. Ich dachte, was ist denn das hier? Ich dachte, Noob-Tube ist aus dem Spiel raus, aber ich wusste gar nicht, was ein Killstreak war. Ja, das ist ja auch noch was Gutes. Apropos Noob-Tube, ich wurde erst einmal getubed. Und zwar gestern wurde ich das erste Mal nach 2 Wochen wurde ich getubed. Also ich noch nicht abgesehen einmal. Von der Kriegsmaschine ja. Da, ja. Wurde ich zum ersten Mal getubed von einem. Ja? Da dachte ich, ey, du Fucker, du bist der Erste, der mich getubed hat. Bei Black Ops 2, ja. Sonst benutzt die Dinge ja keiner, aber wenn man sich an MW2 erinnert, was das für ein. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Tube-Fest war, ja? Ja. Ja, und jetzt ist schon dein dritter? Nee, dein zweiter, war? Zweiter. Dein zweiter Durchgang jetzt, ja. Sechs Streaks. Jetzt praktisch eigentlich, Junior sitzt jetzt nur noch oben im Himmel und steuert seine Killstreaks. Nee, ich sitze unten und steuere ihn mit meinem Tablet. Mit deinem Tablet, genau. Ja. Das ist bestimmt ein iPad, wa? Ja. Na, oder was auch nervig ist, Hunter-Killer-Drohne. Einfach in die Luft werfen und zu 80% kriegst du einen Kill. Ja. Ist auch ziemlich nervig. Die habe ich nur gemacht, damit ich meine 50er-Challenge. Ja, würde ich. Das sagen die anderen auch immer. Ich habe sie sofort wieder ausgewählt. Die ist das neue RC-Car von Black Ops 2, wa? Das RC-Car, das muss ich sagen, das stört mich bisher noch gar nicht. Das haben auch nicht so viele drin. Ja, weil der Hunter ja. Aber dafür der Hunter-Killer-Drohne, die nervt mich. Genau, und das ist jetzt das neue RC-Car. Ja. Was alle benutzen, ja, was gibt's noch für Score-Streaks? Ach, Swarm, wenn man den erstmal hat. Den hatte ich jetzt aber erst zweimal, weil der kommt ja auch so spät, erst Level 54 oder so, ja, so eine Scheiße. Den werde ich mir nächstes Mal holen. Und du bist ja schon öfter mal mit dem abgegangen, wa? Jetzt. Ja, der war auf jeden Fall nice. Meines ja auch, der ist nice. Ja, ist der beste Killstreak, würdest du sagen? Oder würdest du sagen, vielleicht. Ich glaube, der Vitol, wo ich gerade drin sitze, der könnte noch ein bisschen besser sein. Ja? Alt ist halt, ich glaube, auch Map-abhängig. Ja. Naja, aber was wir schon gesagt haben, wenn du die Hunde hast, weil die Hunde sind auch wieder richtig effektiv, finde ich. Wenn du Hunde hast und den Swarm, dann kannst du selber die Kill. Kannst Dog-Tags. Du rumlaufen, die Dog-Tags einsammeln. Genau. Zwischendurch und noch ein paar Kills machen. Richtig. Und du bist nicht hier abhängig, hier oben rumzusitzen und genau. Zu warten. Du bist ja praktisch aus dem Spiel jetzt, ne? Du machst zwar die ganzen Kills, aber du bist ja nicht im Spiel drin. Ja. Oh, jetzt haben sie dich mal abgeschossen, wa? Jetzt einmal hat es jetzt mal gereicht. Wa? Genau. Aber das hilft denen auch nicht mehr. Was auch nicht mehr hilft, ist, wenn man die Sentry versucht zu messern. Da sehe ich immer noch ein paar Leute, die das versuchen. Oder den Guardian. Aber mittlerweile hat sich, glaube ich, langsam rumgesprochen, dass man die Dinger abschießen muss, wa? Genau. Aber finde ich auch gut, weil deswegen habe ich die Sentry früher nie genommen. Erstens, die wurde so leicht gemessert sofort, ja, total billig. Und zweitens kann man sie ja jetzt sofort ausführen und muss nicht ein beknacktes Care Package. Genau, das mit dem Care Package war ja immer nervig, deswegen habe ich die auch nie gewählt. Ja, aber die Sentry ist auf jeden Fall deutlich stärker geworden als. Ja, früher. Ich muss sagen, die ganzen Killstreaks, die gefallen mir eigentlich relativ gut, muss ich so mal sagen. Sind alle relativ brauchbar. Und was mir auch sehr gut gefällt, man kann alle auswählen. Sprich, also nicht mehr so wie in MW3, dass es zum Beispiel 3 Killstreaks auf Stufe 9 gab. Wenn man 9 Kills hat, dann konnte man den haben. Aber jetzt kann man halt alle auswählen einfach. Ja, das ist halt das Score-System, das halt das möglich macht und das ist auf jeden Fall cool. Ja, das ist mir erst jetzt aufgefallen, wo du es mir vorhin gesagt hattest. Vorher ist mir gar nicht aufgefallen, dass es das möglich ist, aber mit dem Score-System, das macht es auf jeden Fall möglich, ja. Jo, jetzt kommen wir fast schon langsam zu Ende und hast du einen 95 hier. Das Spiel ist ja auch gleich fertig, wa? Ja, jetzt steige ich, glaube ich, noch in den Vitol und dann ist auch schon gleich vorbei. Ey, apropos die ganzen Triple-Kills hier oder Multi, die zählen gar nicht zu diesen Challenges, wa? Wenn du hier einen Multi-Kill machst mit dem Ding, das zählt nicht zu diesen Challenges mit den Multi-Kills. Ja, Fury oder so, Fury-Killer so, oder wie die Dinge heißen, nee, das nicht, nee. Das ist kacke, wa? Naja. Ja, macht man halt so. Macht man irgendwann. Halt so nebenbei, wa? Und da hast du noch, ach, den hast du ja auch noch, ja, den packen. Ja, schade, dass ich den Swarm hier nicht hatte, sonst hätte ich auf jeden Fall die 100 Kills geschafft. Ich glaub, aber auch. Ich denke mal, das wird noch kommen, ein 100er Gameplay. Ja, das schaffst du, so wie du wieder drauf bist, ey. Jetzt bist du wieder bei einer 5er-KD, du bist doch krank, Mann.
Also Leute, findet ihr, dass er krank ist? Er ist auf jeden Fall ein kranker. Wer von uns ist ein krank? Bist du nicht eben erkältet, hast du gemeint? Ja. Ja, siehst du, also bist du krank. Ich meine, als kranker Spieler. Na ja. Gut, okay, mhm. Leute. Also du spielst doch krank. 95-2. Jo, nicht schlecht. Das war's, Leute. Bye, bye. Bye, bye.